Ja, ich kann natürlich super frei sein, ne? Das heißt, meine ganzen unternehmerischen Skills, die ich mir erarbeitet habe, kann ich da natürlich richtig gut anwenden. Und das war in der Kassenarztpraxis in dem doch sehr starren System natürlich wirklich nur sehr eingeschränkt möglich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Heute spreche ich im Business Talk Podcast mit Dr. Nils Freitag. Nils Freitag sagt von sich selber, ich bin Arzt und Unternehmer. Und allein das ist besonders, weil viele Ärzte das von sich nicht sagen möchten. Und Nils hat einfach für sich einen Weg gefunden, wie er das Thema Unternehmer sein gut in dem, was er tut, auch umsetzen kann. Er ist leidenschaftlicher Koch, er isst gerne, er fährt gerne Motorrad, er ist sonst auch sehr sportlich, er hat zwei EMS-Sportstudios. Seine Karriere hat er nach seiner Ausbildung in der Medizin als Schiffsarzt begonnen, hatte dann eine Praxis im gesetzlichen Bereich für Anästhesie, hat dann jetzt eine Privatpraxis, in dem er sich sehr, sehr stark mit dem Thema der ästhetischen Medizin beschäftigt, was eine wirkliche Leidenschaft von ihm ist. Ich habe ihn da selber schon auf dem einen oder anderen Vortrag gehört. Und er hat heute eben, er ist Speaker, er ist gleichzeitig auch Coach für Ärzte, die er begleitet, wenn viele Ärzte vielleicht nicht wissen, wie man als Unternehmer auch Mitarbeiter dazu befähigt, Dinge zu tun, wie man Abläufe in Praxen automatisiert. All das macht Nils Freitag und ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie er das hinbekommt. Aber er sagt eben, es ist deshalb wichtig, eine Struktur zu haben und über diese Struktur und über diese Automatisierungsprozesse spreche ich mit ihm im neuen Business Talk Podcast. Er ist ein Unternehmer durch und durch, ein ganz netter Mensch, hat immer sehr viele Tipps parat, auch so zwischendurch. Ich selber habe ihn kennengelernt auf einer Fortbildung, war sofort begeistert von ihm und musste ihn irgendwann einladen und er hat jetzt sehr, sehr spontan zugesagt. Also, er ist ein Rheinländer, das werdet ihr schnell hören und auch feststellen, obwohl er eine sehr ruhige und sehr gelassene Art hat, was sich auch natürlich bei seinen Reden und bei seinen Patienten sehr, sehr positiv auswirkt. Also freut euch drauf auf den neuen Business Talk Podcast mit Dr. Nils Freitag und dir, Nils, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du so spontan für diesen Podcast hier zugehört hast. Also, wir hören uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ja, heute habe ich jemanden aus meiner Sicht ganz besonders da, den kenne ich tatsächlich. Das ist ja nicht immer so bei mir der Fall. Ich habe ja viele Gäste hier, die ich persönlich noch nie gesehen habe. Den Nils kenne ich, weil wir gemeinsam eine Reihe von Vorbildungsmaßnahmen gemacht haben. Nils, freue mich ganz besonders, dass du super spontan zugesagt hast. Herzlich willkommen im Business Talk Podcast. Vielen Dank. Hi Oliver. Bevor ich noch ein bisschen in diese Fragerunde mit dir einsteige, sag doch mal, wer ist Dr. Nils Freitag? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Yes. Also ich bin Arzt und Unternehmer. Ich bin privatärztlich tätig, betreibe im Süden von Köln eine Privatpraxis für ästhetische Medizin, ein Kosmetikstudio. Habe auch noch zwei Personal Training Studios. Und das ist halt meine Leidenschaft, was das Unternehmerische angeht. Und zusätzlich coache ich auch Ärzte, auch Kollegen in ihrem Weg in die Selbstständigkeit oder auch bei der Selbstständigkeit. Und auch privat, was mache ich privat gerne? Ich liebe Essen, ich liebe es zu kochen. Ich bin die ganze Zeit Motorsegler geflogen. Ich reise unheimlich gern. Ich war früher als Schiffsarzt unterwegs. Und das sind eigentlich so meine Leidenschaften. Klar, Sport mache ich. EMS ist natürlich klar, wenn man so zwei Läden hat. Aber in meiner Brust schlägt jetzt eigentlich nicht so ein Sportlerherz. Also ich muss mir das schon ein bisschen zusammennehmen, um es auch wirklich durchzuziehen. Ja, das ansonsten nicht verheiratet, keine mir bekannten Kinder. Okay. Ja, vielleicht melden sich ja noch ein paar nach dem Podcast jetzt. Was ich schon super spannend fand, du bist eingestiegen mit deiner Vorstellung selber, hast gesagt, ich bin Arzt und Unternehmer.
Ich habe jetzt, weiß nicht, glaube ich, 220 Podcasts gemacht und ich habe ein paar Mediziner hier gesagt, hat noch keiner gesagt. Das unterscheidet dich schon mal von anderen. Warum bist du in der Hinsicht, so habe ich dich ja kennengelernt, deshalb finde ich es so toll, dass du heute hier bist. Warum meinst du, schlägt in dir insbesondere auch ein Unternehmerherz? Also der Arzt auf der einen Seite, dem sagt man ja vielleicht auch hin und wieder mal nach, na, das mit dem Unternehmersein, das hat bis jetzt noch nicht so gut geklappt. Wie bist du dazu gekommen? Ist in der Familie bei dir irgendjemand unternehmerisch tätig oder war das immer schon für dich klar, dass du in die Richtung willst? Nee, eigentlich weder noch. Also auch bei mir ist es natürlich so, dass ich nicht die unternehmerischen Skills mir natürlich erarbeiten musste. Ne? Du hast als Arzt ja eine unheimlich lange Ausbildung. Du hast das Studium, du hast eine 5-6-jährige Facharztausbildung. Und wenn du dich dann letztendlich, wenn du da vor der Entscheidung stehst, lasse ich mich nieder, dann kannst du es natürlich tun, hast aber im Grunde von 80% dieser ganzen Tätigkeiten, die dich da erwarten, überhaupt gar keine Ahnung. Medizin kannst du da natürlich, das darf der Patient auch erwarten, aber du bist ja plötzlich Personalchef, du bist dein eigener Marketingchef, du bist deine eigene Rechtsabteilung und das hat sich bei mir einfach entwickelt. Ich bin von Haus aus Anästhesist, also ich bin Facharzt für Anästhesie. Ich habe mich dann relativ früh niedergelassen. Vorher war ich nochmal 2 Jahre Schiffsarzt nach dem Facharzt. Und ich habe die Kassenpraxis, wie lange habe ich sie gehabt? Knappe 7 Jahre habe ich sie gehabt. Und habe sie dann zugunsten der Privatpraxis für Ästhetik dann aufgegeben. Und letztendlich war das einfach eine Reise. Das hat sich entwickelt. Ne? Die Personal Training Studios besitze ich jetzt seit 6 Jahren. Das sind EMS-Studios. Und da wurde es eigentlich so richtig interessant, weil da konntest du als Arzt, hast du mal richtig große Augen gemacht und konntest mal schauen, was in der Welt da draußen alles so passiert. Ne? Während wir uns ja ein bisschen genannt, ein bisschen zieren, Werbung zu machen, rauszugehen, zu sagen, hey, wir haben was Tolles, ich könnte mir vorstellen, das ist was für dich, ist das für die Welt da draußen völlig selbstverständlich. Ne? Mhm. Und, super spannend, gehe ich mal einmal rein, weil ich würde gerne nochmal, bevor wir genau darauf gleich nochmal eingehen wollen, du hast gesagt, vom Schiffsarzt auf die in die Kassenpraxis, in die Privatpraxis, also es sind ja schon mal 3 Wege, die wahrscheinlich auch damit etwas zu tun haben, dass du irgendwann noch unternehmerischer tätig werden wolltest. Für mich ist der erste Schritt ja tatsächlich auf die in Anführungsstrichen Sicherheit einer Kassenpraxis zu verzichten. Wie kam das? Hast du gesagt, ich bin das gesetzliche System leid, war dir da zu wenig los? Oder hast du einfach gesagt, das ist für mich eine zwangsläufige Entwicklung, wenn ich mich weiterentwickeln will? Ich bin relativ freiheitsliebend und als Anästhesist bist du natürlich da immer total in irgendein System eingebunden. Ne? Das hat mir enorm Spaß gemacht. Ich fand das auch viel besser als den Klinikbetrieb, weil man sozusagen mit den chirurgisch tätigen Kollegen an einem Strang gezogen hat. Man hat versucht, da mit möglichst hoher Effizienz und eine tolle Qualität abzuliefern und hat auch nicht gegeneinander gearbeitet, was in der Klinik ja gelegentlich auch mal vorkommt. Und aber letztendlich ist es natürlich immer so, dass ich nicht Urlaub machen konnte, wann ich Urlaub machen wollte, weil ich natürlich in die Strukturen der Operateure eingebunden war. Ne? Ich hatte eine Einzelpraxis, da war das ein bisschen kniffliger. Und letztendlich kannst du natürlich auch, wenn du sagst, Mensch, ich möchte mehr erreichen, vielleicht möchte ich auch mal den Umsatz steigern, hast du da überhaupt gar keine Möglichkeiten gehabt. Und das hat mich letztendlich dann dazu bewogen, mich für die privatärztliche Version zu entscheiden. Was unterscheidet das für dich in dem Bereich, jetzt plötzlich privatärztlich tätig zu sein? Gibt es für dich da mehr Möglichkeiten? Hast du Dinge hinzugenommen, die du vorher nicht tun konntest? Ja, also es war ja wirklich ein Riesenschritt, ne? Weil ich ja tatsächlich die ganzen anästhesiologischen Behandlungen gar nicht mehr mache. Ne? Ich bin weiterhin als Notarzt tätig im Rettungsdienst, das mache ich weiterhin. Aber die ganze Ästhetik, ich meine, es ist meine Leidenschaft, ich beschäftige mich seit 10 Jahren mit dem Thema Ästhetik, das ist ein völlig anderes Feld. Mhm. Und ich kann natürlich super frei sein. Ne? Das heißt, meine ganzen unternehmerischen Skills, die ich mir erarbeitet habe,
kann ich da natürlich richtig gut anwenden. Und das war in der Kassenarztpraxis in dem doch sehr starren System natürlich wirklich nur sehr eingeschränkt möglich. Jetzt kenne ich dich als jemand, der sehr, sehr stark für dieses Thema Ästhetik eintritt. Also jetzt nicht nur bezogen auf den Beruf, den du machst, also mit deinen Patienten, sondern auch in der Darstellung nach außen. Also du gehst ja sehr offen mit dem Thema nach außen um. Also da, bei dir ist ja nicht die Frage, Hyaluronsäure ja oder nein, bei dir ist ja die Frage, welche Art ist für mich richtig. Also da nehme ich häufig schon raus, dass du das nicht in Frage stellst, dass das auch für den Menschen eine Bedeutung hat und gut ist. Jetzt weiß ich selber, nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern von vielen anderen. Wacht ja morgens keiner auf und sagt, ach, jetzt tut mir hier was weh und jetzt mache ich mal was, aber viele wachen morgens auf und sagen, jetzt, ich sehe nicht mehr so gut aus, was kann ich denn da tun? Und der Schmerz, nicht mehr anerkannt zu werden, also gut auszusehen und darüber vielleicht Sympathie, Freunde, Anerkennung zu bekommen, ist ja viel größer, weil wenn der Schmerz weg ist, ist auch meist der Drang weg, sich behandeln zu lassen. Ne? Bei dem Thema besseres Aussehen ist es vielleicht was anderes. Ist das ein Feld, das heute schwierig nach wie vor zu bearbeiten ist, wenn man vielleicht nicht so gut damit umgeht, wie du das tust? Ach, das, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also letztendlich muss der Wurm dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Meine Aufgabe ist es nicht, mein Empfinden von Ästhetik in die Welt zu tragen. Das ist völliger Quatsch. Mhm. Und ich trete einfach dafür ein, dass wir dieses ganze Feld Ästhetik auch wissenschaftlich betrachten, dass wir uns auch relativ nüchtern einmal anschauen, wenn jemand beispielsweise der Meinung ist, er ist müde, obwohl er gut geschlafen hat, welche alterungsbedingten Vorgänge sind dafür verantwortlich und was haben wir für Behandlungsmöglichkeiten? Und dann besteht mein Job darin, denjenigen sachlich zu informieren und zu schauen, was ist im Rahmen seiner Möglichkeiten, was für eine Behandlung würde ihm entsprechen, muss er das überhaupt machen? Und das sind ganz häufig auch Dinge, wo es auf völlig andere Sachen rausläuft. Ne? Manchmal reicht es auch wirklich, sich mal vernünftig um die Haut zu kümmern und ganz viele Problemchen lösen sich dann von selbst. Also da sehe ich mich eher als professionellen Ansprechpartner. Ich bin ohnehin nicht spezialisiert auf irgendwelche Trends, die jetzt bei Instagram aufkommen, wie jetzt besondere Formen der Lippen aufzuspritzen oder so. Das machen wir ohnehin nicht. Aber ich finde, dass gerade in diesem Feld wird viel Schmuh betrieben und es ist einfach nötig, das auch mal ein bisschen sachlich zu sehen. Und letztendlich ist es ein Handwerk. Das Handwerk kann man erlernen. Die Basis ist die Anatomie. Und ja, ich glaube, das wird manchmal in der Außendarstellung, das kommt manchmal ein bisschen kurz. Also das wissenschaftliche Arbeiten mit dem Thema, es bleibt dann eben auch medizinisch und damit eben auch, vielleicht ist die Anerkennung dann höher, wenn man das tut. Jetzt bist du ja neben dem, was du, ich versuche das mal alles aufzuschreiben, ich lese das am Ende mal vor, was du alles so machst. Also du bist ja nicht nur jetzt mit als Anästhesist in deiner eigenen Praxis da unterwegs und du bist zum Beispiel auch neben dem EMS-Studio, das habe ich mir noch aufgeschrieben, da werden wir gleich noch drüber sprechen, unter anderem auch auf der Bühne und sprichst vor Kollegen, aber auch vor Patienten, vor Menschen. Du kannst diese Themen auch relativ spontan gut rüberbringen. Du hast eine Affinität dazu, Menschen auch mitzunehmen. Woher kommt das? Ist das auch einfach Teil des Unternehmerseins oder ist das einfach was, wo du sagst, da habe ich zusätzlich Spaß dran? Denn man muss es ja auch alles so in seinen Tagesablauf bekommen. Ne? Ja, klar, stimmt. Also die Antwort ist, ich habe Bock drauf, ne? Und das begeistert mich einfach, ne? Und ich habe da auch gar keinen Vertrag damit, darüber zu sprechen. Ich finde das selber sehr spannend und in dem Moment, in dem es mir gelingt, andere auch dafür zu begeistern, dass die dann merken, dass ich das tatsächlich lebe und liebe, klappt der Vortrag meistens dann auch ganz gut, ne? Ansonsten ist es so, dass ich die Kassenarztpraxis ja nicht mehr habe, die habe ich aufgegeben. Da habe ich also nicht, die belastet mich jetzt nicht mehr zeitlich. Was die Studios angeht, bin ich natürlich für die Strategie verantwortlich, habe aber natürlich auch dort Führungskräfte, meine Studioleiter beispielsweise, die sich dann um das tägliche operative Geschäft kümmern. So, also da habe ich wirklich die Möglichkeit, da habe ich dann tatsächlich auch ein bisschen die Möglichkeit, da zu schauen, da vielleicht nochmal einen Vortrag zu halten. Und
das macht mir was. Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil es ist ja nicht nur wichtig, selber alles zu tun, sondern es ist ja wichtig, tatsächlich auch, gerade wenn man viel macht, vielleicht auch Dinge zu delegieren, abzugeben und damit als Unternehmer, unternehmerisch eben auch tätig zu sein. Ich würde mal sagen, andere zu befähigen, Dinge auch zu tun. Auch wenn du natürlich die Verantwortung hast und die Mitarbeiter sicherlich das auch sehr schätzen, dass du die Verantwortung übernimmst, damit wir haben jetzt gerade jetzt sind jetzt hier im September 2020. Wir haben gerade 6 Monate Corona hinter uns. Auch da ist es als Unternehmer nicht immer leicht, eine Entscheidung zu treffen, beziehungsweise auch die richtige Entscheidung zu treffen. Da geht es um Geld, da geht es um die Aufrechterhaltung von Arbeitsplätzen und so weiter. Wenn wir jetzt mal uns über das Thema EMS unterhalten, du hast gesagt, du hast 2 Studios. Vielleicht kannst du nochmal für die alle, die das nicht sagen, die das nicht so genau wissen, sagen, was ist EMS tatsächlich? Genau, und dann stelle ich die zweite Frage. EMS ist eine Abkürzung, steht für Elektromuskelstimulation, ist eine spezielle Trainingsform, bei der man einmal in der Woche für 20 Minuten trainiert. Man hat während dieser Trainingszeit einen Anzug an, eine spezielle Wäsche an und zusätzlich zu dem Training, was man, ist ein Personal Training, was man mit dem Personal Trainer durchführt, wird die Aktivität der Muskulatur durch elektrische Impulse stimuliert. Das macht das Training enorm effektiv. Und so kann man eben in kurzer Zeit viel erreichen, insbesondere für die, die Probleme mit dem Bewegungsapparat haben, die ohne Gewichte trainieren sollen, dürfen, müssen. Oder beispielsweise auch für Frauen, die Beckenboden stärken, ist das ein sehr schönes Training. Jetzt hast du gesagt, du hast diese Studie schon seit 6 Jahren, habe ich gesagt, 6 oder 7 Jahren. Das heißt, das ist ja nicht ein Trend, was irgendwie jetzt mal kurzfristig aufgekommen ist und irgendwann wieder verschwinden wird. Es ist vielleicht noch eine Nische, aber es hat den Platz auf jeden Fall gefunden für diese spezielle Art des Trainings. Du hast vorhin gesagt, als du diese Studios übernommen hast, gegründet hast, hast du erstmal gesehen, wie ist die Welt da draußen, also abseits der Ärzteschaft, wie läuft Konkurrenz, was funktioniert nicht, wie muss ich nach außen auftreten, damit ich Kunden gewinne, die dann auch langfristig bleiben, das Thema Werbung zum Beispiel, das Thema Marketing. Hat dir das geholfen letztendlich auch, um als Arzt besser bestehen zu können? Ja, absolut. Das hat eigentlich alles geändert. Ne? Also, du musst es dir so vorstellen, wenn du dich für ein Fitnessstudio interessierst, ne, dann gehst du dorthin, vereinbarst einen Termin zum Probetraining und dann hat das Studio natürlich das Interesse, dir zu helfen, aber es hat natürlich auch das wirtschaftliche Interesse, dass du dort einen Vertrag abschließt. Und aus diesem Grunde ist derjenige in aller Regel nicht der jüngste und unerfahrenste Mitarbeiter, der dich da durch das Studio führt, sondern der ist vertrieblich geschult. Und das macht natürlich auch einen ganz großen Unterschied aus, ne? Ob der Kunde eben sagt, hey, ich bin begeistert, das mache ich jetzt, ich gehe es jetzt an, will meine Ziele erreichen, oder ob derjenige sagt, Mensch, ja, ich schlafe eine Nacht drüber, ich entscheide nie was beim ersten Mal, ich muss mit meiner Frau sprechen, fahre jetzt erstmal in Urlaub und melde mich aber ganz bestimmt. So, ne? So sieht es im Alltag aus. Und das kann man lernen. Das sind psychologische Grundlagen. Und das ist etwas, was wir in der Medizin, das ist einfach viel zu kurz gekommen, weil auch wir wollen ja vielleicht nicht unbedingt monetär was verkaufen, aber auch wir wollen ja verkaufen, ist ja nichts anderes als zu überzeugen. Auch wir wollen ja einen Kunden, einen Patienten davon überzeugen, dass das, was wir vorschlagen, eine gute Idee ist und dass das mal machen sollte. Und das ist funktioniert einfach sehr viel besser, wenn man ein bisschen versteht, wie der Mensch so funktioniert und wie Entscheidungen eigentlich zustande kommen. Würdest du also sagen, dass es wichtig ist für einen Arzt, nicht unbedingt ein eigenes Fitnessstudio zu eröffnen, aber sich auf jeden Fall außerhalb der Medizin Dinge anzueignen oder mal anzuhören zumindest, also diese Glaskugelmedizin mal zu verlassen, mal rauszugehen, also nicht nur die klassischen CME-Fortbildungskurse zu besuchen, sondern vielleicht mal darüber hinaus auch sich Dinge anzuhören, anzuschauen, um eben mal sich ja von anderen Branchen beraten zu lassen? Ja, absolut. Also das Thema Vertrieb ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich empfehle auch einfach mal Ausschau zu halten, ob es nicht jemanden gibt, der das geschafft hat, was man selber erreichen möchte, und dann vielleicht mal zu schauen, wie hat er das gemacht, ne? Und was waren die Schritte, die ihn erfolgreich gemacht haben. Und in meinem Fall war es auch so, ne? Ich habe enorm viel Lehrgeld bezahlt, ne? Marketing, Werbebudgets in richtig
ja, in einer schönen Größe verbrannt, Dinge versucht. Ich habe natürlich auch geglaubt, die Homepage ist das Entscheidendste, was man erstmal braucht. Und dann musst du noch dies und das und du brauchst ein Logo und eine schöne Schrift und dies, das und jenes. Und letztendlich sind es die kleinen Dinge. Und ich hätte mir eigentlich immer einen Mentor gewünscht, der das Lehrgeld schon bezahlt hat, um das, ja, um mir das zu ersparen, der mich da so ein bisschen in der ersten Zeit ans Händchen nimmt. Und ja, also ich kann wirklich nur sagen, wenn jemand da Erfahrung hat und da einem so ein bisschen Empfehlungen aussprechen kann, zu sagen, hey, schauen wir mal, was bist du? Du weißt es, du warst ja mit mir selber beispielsweise in der Business Factory vor Ort. Und es ist beispielsweise unheimlich wichtig zu wissen, was für eine Persönlichkeit habe ich eigentlich. Ne? Mhm. Ticke ich? Was sind die Tätigkeiten, bei denen ich besonders stark bin und was sind die Tätigkeiten, die ich vielleicht delegieren möchte? So, ne? Und da einfach mal Schritt für Schritt einen Blick von außen zu haben und jemanden, der einem da so ein paar Empfehlungen gibt und sagt, okay, wie sieht denn so ein klassisches Gespräch bei dir aus? Hast du die Prozesse automatisiert oder betrachten die Mitarbeiter in deiner Arztpraxis das vielleicht als Strafarbeiten, am Tresen sitzen zu müssen, das Telefon den ganzen Tag anzunehmen? Solche Dinge. Ne? Mhm. Also es ist unheimlich wichtig und das wird entscheidet aus meiner Sicht über Erfolg und nicht Erfolg der Selbstständigkeit. Also deshalb auch so spannend und finde ich so wertvoll, weil da eben auch, du hast ein paar Dinge angesprochen, die bedeuten, dass man auch sich eingestehen muss, als Unternehmer Fehler zu machen, dass man eben auch mal sagen muss, ich versuche mal etwas und bin vielleicht nicht 100% sicher in dem Moment, ob es funktioniert, aber ich mache es, weil ich gerne lernen möchte. Gut, man muss natürlich irgendwann schauen, dass man die Fehler dann wirklich eben in die Umsetzung des Lernens auch bringt, damit man hinterher auch weiß, es geht auch vernünftig, es geht richtig. Du hast aber auch gesagt, ein Mentor an der Seite ist auch mal nicht schlecht, der einem vielleicht die eine oder andere Richtung schon mal vorgibt. Hast du für dich irgendwann einen Mentor gefunden oder sagst du, den gibt es in der Form vielleicht gar nicht, weil niemand wirklich so ist, wie ich bin und wie ich mein Unternehmen führen möchte? Ich habe zwei medizinische Mentoren. Das sind in der Ästhetik sehr bekannte Persönlichkeiten und auch berühmte Persönlichkeiten, sehr erfolgreiche Persönlichkeiten. Und natürlich schaue ich auch dort, wie organisieren die als Unternehmer ihr Geschäft. Mhm. Wie ist deren Kommunikation? Wie ist deren Außendarstellung? Das schaue ich mir natürlich an, aber für mich persönlich gab es den einen Mentor nicht. Und das war ja wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich eben so viel Lehrgeld bezahlt habe. Weil ich gebe dir ein kleines Beispiel. Du wendest dich an eine PR-Agentur, an eine Werbeagentur. Und dort ist das Heilmittelwerbegesetz einfach mal nicht bekannt. Mhm. Ja, und du kannst eben nicht irgendwas behaupten und erzählen. Das musst du eben belegen können. Und wenn du dann sozusagen erstmal die Werbeagentur coachen musst, was das Heilmittelwerbegesetz ist, dann macht das keinen Sinn. Ne? Du bezahlst ja schließlich dafür. Und das sind so die Dinge, das hätte ich mir schon gewünscht. Ne? Das eine aus dem Fach, erfolgreicher Kollege, da ein so ein bisschen begleitet. Ja. Mhm. Nee, hatte ich selber nicht. Also ja, wahrscheinlich einer der Gründe, warum es so teuer war. Ja, aber letztendlich ja auch vielleicht für dich jetzt eine Bewegung zu sagen, ich stehe durchaus anderen Kollegen jetzt zur Verfügung, um diese Tipps geben zu können. Du hast anfangs gesagt, du berätst mittlerweile auch Kollegen oder Kolleginnen, die sagen, ey, wir möchten den einen oder anderen Schritt gehen. Und da ist vielleicht schon wichtig, dass man die medizinische Welt kennt. Und du hast gerade zum Beispiel das Heilmittelwerbegesetz angesprochen, damit man weiß, was kann ich denn da tun und wie kann ich nicht unlauter vorgehen in der Situation und da am Markt. Du hast auch gesagt, wichtig ist in dem Prozess der Praxis oder auch in dem Prozess der Unternehmensführung ist es wichtig, Dinge zu automatisieren, Mitarbeitern vorzugeben. Nimm uns doch mal mit vielleicht so in so einen Prozess. Wie kannst du sagen, ich kann vier Unternehmen oder drei Unternehmen, wie auch immer, führen und lenken, weil ich gut strukturiert bin, weil ich gut aufgestellt bin. Wie läuft sowas ab? Eben ein ganz einfaches Beispiel. Das sind wirklich die ganz, ganz, ganz einfachen, fundamentalen Dinge. Wir in der Praxis zum Beispiel bucht man Termine bei uns über einen Online-Terminkalender. Mhm. Dieser Online-Terminkalender ist mit einer speziellen E-Mail-Marketing-Software verknüpft. Und das funktioniert so, dass du jetzt deinen Termin beispielsweise buchst, bekommst sofort deine Bestätigung über diesen Termin und bekommst beispielsweise eine E-Mail mit einem Video von mir. In diesem Video würde ich dann sagen, hallo, schön, wir bekommen jetzt dieses Video, weil Sie gerade den Termin gebucht haben. Also erstmal so sehe ich aus, dass Sie mal so eine Idee haben,
bei wem Sie, mit wem sich dann unterhalten werden. Und in dieser E-Mail befindet sich übrigens auch unser Fragebogen, ist ein bisschen umfangreicher. Füllen Sie den aus, haben wir mehr Zeit, Parkplätze gibt es hier und da und so weiter und so weiter. Also so funktioniert das. Ne? Und das sind einfach so Kleinigkeiten. Dieses E-Mail-Marketing-Tool, sehr smart, sehr intelligent, sieht auch genau, ob der Kunde tatsächlich diesen Fragebogen öffnet. Wenn er ihn öffnet, wird er nur noch 3 Stunden vorm Termin nochmal daran erinnert, hey, bitte nicht aus Versehen im Auto liegen lassen oder zu Hause, sondern bitte auch mitbringen. Oder wenn er ihn nicht öffnet, dann kriegt er auch nochmal eine E-Mail, hey, bitte unbedingt ausdrucken, ausfüllen. Und sowas spart einfach Zeit. Mhm. Das heißt, die Leute sitzen nicht mehr plötzlich bei uns und füllen erstmal die ersten 10 Minuten irgendwie Papier aus. All solche Geschichten kann man wirklich gut automatisieren. Hm. Am Ende. Entschuldigung, dass ich dich eben unterbreche, weil ich musste schmunzeln, gerade weil du das so gesagt hast, sind die einfachsten Mittel. Ich habe jetzt gesagt, okay, ich einen Terminkalender, den ich in die Praxis hinlege und wo meine Helferin dann noch was einschreibt. Aber wenn ich alleine überlege, einen Online-Terminkalender ist das eine, das ist für viele Praxen schon mal eine große Herausforderung. Dann das Thema automatisierte Mail, dass die dahinter sind. Und das dritte Thema dann auch noch bekommen, hast du im Nebensatz gesagt, ein Video von mir, wo ich ein bisschen erzähle, was sie zu tun und zu lassen. Also allein diese drei Dinge sind für viele ja schon so eine große Herausforderung, dass es schwierig würde, diese kleinen Prozesse umzusetzen. Aber, und das ist eben der wichtige Punkt, das zu tun und in der Form dann zu haben, bedeutet ja, ich habe so viel Zeit für andere Themen, indem ich mich sonst persönlich um den Termin kümmern muss, indem ich das, was ich in der Mail schreibe, persönlich erklären muss und dann auch noch das, was in dem Video ist, nochmal darstellen muss und vielleicht Rückfragen bekomme, die eigentlich in dem Fragebogen, den du dann dazu gibst, beantwortet werden können. Also ein ganz tolles Beispiel dafür, wie einfache Prozesse automatisiert werden können und wie vielleicht auch das Thema Digitalisierung in einer Praxis funktionieren kann, wenn man denn weiß, wie muss man es tun. Deshalb sehr gerne, und du kannst jetzt auch gerne noch weiter erzählen. Ich wollte es nur mal eben sagen, weil für viele ist das ja schon gar nicht mehr möglich oder gar nicht möglich, was du gerade gesagt hast. Also du hast es perfekt zusammengefasst. Genauso ist es. Ne? Wir sind, also erstens ist es überhaupt nicht schwierig, wenn man weiß, wenn man jetzt jemanden hat, der einem sagt, pass auf, wir nehmen jetzt hier, ne, dieses Tool nimmst du und machst da eben ein Video, das erkläre ich dir mal eben, das machst du und dann machen wir hier einen Account bei dieser E-Mail-Software und dann verknüpfen wir das. Das ist jetzt wirklich echt kein großes Hexenwerk. Das ist in einer Woche abgeschlossen. Dann steht dieses System. Das ist wirklich nicht schlimm. Aber tatsächlich, ne, die, und wenn man sagt, ja, ich habe aber keine Zeit, mich um sowas zu kümmern, da würde ich dann sagen, naja, also es wird schon eine Menge Zeit verbrannt für diese ganzen Tätigkeiten. Ne? Der Kunde kommt nicht, dann sitzt man rum, ist frustriert, der Kunde ist vielleicht auch unzufrieden, kriegt dann erstmal wieder keinen Termin, muss wieder 3 Monate warten und so weiter und so weiter. Und du kannst in diesem Rutsch alles mit automatisieren. Bewertungen zum Beispiel. Ne? Die bekommen 3 Stunden, nachdem sie bei mir waren, kriegen die eine Mail, wieder ein Video, sage ich, hey, ich bin's, jetzt kennen Sie mich ja und ich hoffe, es hat gepasst und wenn es nicht gepasst hat, bitte schreiben Sie mir erst mal eine private Mail, ich gebe Ihnen auch eine Antwort und wenn es für Sie gut war, ja, würde ich mich freuen, wenn Sie vielleicht auch andere motivieren könnten. Mhm. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Ende. So, auch sowas kann man machen, ne? Weil nichts ist ja auch frustrierender, wenn du sozusagen jeden Tag in deine Praxis gibst das Beste, hast dieses Thema Bewertung vielleicht nicht so auf dem Schirm und hast von den 100 zufriedenen Kunden vielleicht 2, 3 unzufriedene. Das sind eben die, die bewerten und dann stehst du im Internet einfach schlecht da. Und das ist auch einfach unnötig, wenn man sich ein bisschen drum kümmert. Mhm. Das ist ja ein ganz wichtiger nächster Punkt, das Thema Bewertung, also aktiv zu nutzen. Ja, du hast gesagt, wir fragen auch danach und wir geben das weiter. Also nutzen es tatsächlich als Tool für Kundenbindung vielleicht sogar und haben nicht Sorge, dass auf Yameda oder wo auch immer, welches andere Tool man auch immer benutzen will, dann hinterher eine schlechte Bewertung steht, weil man sich überhaupt nicht kümmert um dieses Thema. Also das gibt immer 2 Seiten der Medaille, wie man mit so etwas umgeht und deshalb wieder ein tolles Beispiel. Mhm. Ich glaube, es gäbe noch ganz, ganz viel zu sagen, was du gerade für diese automatisierten Prozesse sagen könntest. Was mich jetzt noch interessiert ist, was hast du denn noch vor? Also ich meine, du bist ja jetzt an einer Stelle, wo du als Unternehmer jetzt gerade in diesem Jahr, wir haben gerade über Corona gesprochen, wir haben gerade vorher auch im Vorgespräch noch kurz darüber gesprochen, dass du gesagt hast, ja, natürlich war das eine harte Zeit, weil ich habe nur mal 4 Läden, aber wenn man vielleicht auch in der Planung vernünftig ist, wenn man gut in der, ich sage jetzt mal, guten Zeit mit seinen Patienten, Mitarbeitern umgekommen ist, dann kommt man eben auch gut durch so eine besondere Phase hindurch. Und deshalb die Frage, dürfen wir noch mehr von dir erwarten in der Zukunft? Gibt es vielleicht noch mehr von Dr. Nils Freitag zu hören und zu sehen und neue Unternehmungen? Also muss jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber mal so eine Richtung vielleicht.
Also klar, ich war genauso betroffen mit vier Unternehmen, wenn die plötzlich alle geschlossen sind. Das war bei mir natürlich auch so, 2 Monate lang in der Corona-Krise. Dann hast du auch Kosten, laufende Kosten von vier Unternehmen. Das war alles andere als witzig. Und natürlich mache ich mir dann auch Gedanken und denke, hey, was kannst du besser machen? Was war vielleicht noch nicht optimal? Und da wird beispielsweise das Thema Videosprechstunde und weitere, vielleicht auch das Anbieten, ja, vielleicht auch von Coaching-Produkten, dass Kunden sich, die vielleicht nicht unbedingt um die Ecke wohnen, sich über das Thema Ästhetik informieren können, dass die da eben die Möglichkeit haben, auch mal wirklich fundierte Infos sich ganz zu Hause mal in Ruhe anzuschauen. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch für unser Kosmetikstudio, kosmetische Beratungen einfach zu Produkten, wenn ein Kunde sich etwas unsicher ist. Das kann ich mir vorstellen, können wir wirklich wunderbar ausbauen. Wir bauen auch gerade ein Shop-System auf für unsere Kosmetik, den es bisher noch nicht gibt. Also, das sind sicherlich alles Dinge. Und Speaking finde ich einfach super, ne? Ich halte gern Vorträge, ich erzähle auch gern. Und das möchte ich auf jeden Fall mehr machen. Und ich habe mir auch etwas mehr Zeit für meine Coaching-Tätigkeit für die Kollegen reserviert. Sehr schön. Wir werden sowieso alle Verlinkungen zu dir, also E-Mail-Adresse und natürlich auch mal zu deinen Videos, zu deinem eigenen Podcast, den du ja auch hast, und zu deinen Seiten, zu deinen Studios mal in die Shownotes bringen, damit jeder auch unmittelbar mit dir in Kontakt treten kann. Ich glaube, da gäbe es viel, viel Interessantes mit dir zu besprechen, zu hinterfragen. Und mir ist gerade spontan eingefallen, ob ich dich nicht als Speaker noch dieses Jahr für unsere Startup-Praxis-Veranstaltung gewinnen kann. Aber da können wir vielleicht gleich im Nachgang nochmal eben drüber sprechen. Eine Sache, die du gerade noch gesagt hast, die ich nochmal kurz aufgreifen möchte. Glaubst du, dass das Berufsbild des Arztes, der Ärztin sich in Zukunft mehr Richtung Coach und Richtung Beratung verändern wird und dass das mehr dazugehört und dass vor allen Dingen auch die Patientenmacht, nenne ich es mal, Patient Empowerment, da größer wird und dass der Arzt vielleicht darüber langfristig auch seine Unternehmung besser schützen kann, besser in den Griff bekommt, wenn er in diese Richtung geht? Tja, schön wär's. Also, aber ich bin skeptisch. Möchte ich ganz ehrlich sein? Ja, natürlich. Ja, also ganz klar, ne? Ein Arzttermin, wo du jetzt selber auch als Mediziner 1 bis 2 Minuten Zeit hast, springst von einem Sprechzimmer, ne, die Sprechstundenhilfe zerrt dich am Ärmel sozusagen zum nächsten Patienten mit einer extrem hohen Taktzahl. Das ist unbefriedigend und das ist leider sehr häufig so und da muss man, glaube ich, einfach aufs Vergütungssystem schauen. Und da ist es tatsächlich die pure Fallzahl, die in vielen Praxen da zum Umsatz führt. Und die Kollegen müssen nun mal ihre Miete zahlen, müssen all ihre Mitarbeiter zahlen, haben ihre Darlehen für die Geräte und so weiter und so weiter. Da ist man, glaube ich, im Hamsterrad. Und ich wüsste aktuell nicht, wie es, also zumindest wie es kassenärztlich, wenn man sich da jetzt hinsetzt und sagt, setz mir jetzt eine halbe Stunde hin mit dir, ist mir jetzt egal. Das wird den Kunden sehr freuen, das wird für die Qualität großartig sein, aber letztendlich muss auch die Politik erkennen, dass auch eine Beratungsleistung entsprechend vergütet wird. Und insofern, wage da keine Prognose. Okay, also du sprichst jetzt sehr von der gesetzlichen Seite, vom gesetzlichen System. Meine Frage war jetzt eher so in Richtung, ist offen das System? Also wie du können sich ja mehrere oder andere auch noch dafür entscheiden, zu sagen, ich verlasse jetzt dieses wirklich sehr regulative System und öffne mich und würde dann sagen, ich möchte mehr Zeit für meine Patienten haben und die Patienten werden vielleicht zukünftig auch mehr bereit sein, aus der eigenen Tasche zu bezahlen oder selber sich über das Thema Medizin, Gesundheit und so weiter Gedanken zu machen. Das könnte ja ein Weg für die Zukunft sein. Aber ich finde es sehr gut, dass du das nochmal ansprichst. Ja, auch ein kleiner Appell an alle, die im System beteiligt sind, sich vielleicht nochmal darum zu kümmern. Also ich finde diese Infoprodukte, du kannst dir ein Buch kaufen über gewisse Dinge und ich finde, fände es auch sehr schön, wenn man einfach mal sagt, hey, ich kaufe mir einen Kurs. Ne? Ich kann das online, ich kann es digital konsumieren, im Bett, auf dem Sofa. Es gibt ein paar Podcasts, aber ich glaube auch, das wäre für die Qualität wirklich, ja, also ich glaube, das wäre sehr, sehr sinnvoll und es gibt gar keinen Grund, dass wir unser Wissen für uns behalten. Viele Dinge kann man, wir erzählen immer das Gleiche im Beratungsgespräch, sehr häufig zumindest. Und warum soll man das nicht auch allen zur Verfügung stellen? Und das muss man nicht unbedingt kostenpflichtig machen, da hat man auch so noch die Möglichkeit. Und ja, ich glaube, das wäre gut. Sehr schön. Mit Blick auf die Uhr steige ich mal einfach jetzt in die kurze Frage, kurze Antwortrunde zum Schluss ein und starte mit der Frage, die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht, sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren?
Ja, also mehr Digitalisierung erzwungenermaßen, ganz klar. Also ich glaube, dass insbesondere Kleinigkeiten, also Online-Terminkalender, es wird sicherlich, da wird der Kunde sicherlich mehr Service erwarten in Zukunft. Es wird sicherlich nicht jeder Termin mehr, man muss nicht zu jedem Termin mehr persönlich anwesend sein. Ich glaube, dass auch die Vernetzung untereinander deutlich zunehmen wird, auch der Ärzteschaft untereinander. Aber ich, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Also ich glaube schon, dass insbesondere punkto Digitalisierung haben wir noch einiges zu erwarten. Ja. Das denke ich auch. Was bedeutet für dich Gesundheit? Also Gesundheit bedeutet sowohl körperlich als auch geistig in der Lage zu sein, das zu tun, was man liebt. Ja, nicht von Krankheiten oder Zuständen abgehalten werden, sein Leben zu genießen. Ne? Und das eben hoffentlich so lange, wie es geht. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer bzw. Unternehmerin haben? Offenheit und Innovationsfreude. Gibt's also offen gegenüber, offen gegenüber Technologien und Entwicklungen. Ne? Naja. Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich in der letzten Zeit besonders motiviert, mitgerissen oder erreicht hat? Ja, Buch ist sehr klar, ohne Wenn und Aber, die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Mhm. Und Filmtipp, ich würde, also wenn man jetzt bisher nicht so besonders unternehmerisch gedacht hat und auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so auf dem Fokus stand, empfehle ich die Netflix-Dokumentation I Am Not Your Guru von Tony Robbins. Okay. Beide sehr, sehr gut. Ja, und die letzte Frage, gibt es vielleicht jemanden, den du uns als spannenden Podcast-Gast hier für den Business Talk Podcast empfehlen könntest? Auch da musste ich nicht überlegen. Das ist Dr. Sheila Delis. Okay. Ich kenne Sheila seit Jahren. Sie ist wirklich inzwischen auch sehr bekannt. Ich kannte Sheila auch schon, als sie noch keiner kannte. Sheila war schon bei Lanz. Und ist Amerikanerin, Gynäkologin, hat einen eigenen TikTok-Kanal, hat einen Insta-Kanal, hat einen YouTube-Kanal, manche Videos, Hunderttausende von Klicks. Also wirklich, die Frau ist richtig gut und schafft es ganz, ganz einfache Zusammenhänge sehr interessant und prägnant darzulegen. Und es würde mich sehr wundern, wenn Sheila nicht die neue Dr. Sommer werden würde. Also Sheila, sehr unterhaltsam, sehr gut. Tolle Frau. Ja, das ist eine sehr, 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 sehr schöne Empfehlung. Vielen, vielen Dank. Dann werde ich mal auf Sie zugehen und sollte mir der Zugang nicht gelingen und mir der verwehrt bleiben, dann würde ich auf dich verweisen oder vielleicht kannst du uns hier dann die Tür öffnen für die neue Frau Dr. Sehr Sommer. Gerne. Ja, sehr gerne. Nils, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Einblicke in das Arzt- und Unternehmersein. Da war ganz, ganz viel dabei, was ich glaube. Ich glaube, da sind viele, viele jetzt nochmal ans Nachdenken gekommen, was man doch tun kann oder vielleicht sogar tun sollte in der Zukunft. Danke für deine Zeit. Danke, dass das so spontan geklappt hat. Wir haben uns erst letzte Woche entschieden, dass wir das jetzt heute hier machen. Und für alle die, die dabei waren beim Business Talk Podcast heute, schön, dass ihr wieder reingehört habt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bleibt unternehmerisch und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Vielen Dank, Oliver, dass ich da sein durfte. Ich glaube, dass dein Podcast eine Nische bedient innerhalb der Ärzteschaft, die unheimlich wichtig ist. Und ich drücke wirklich alle Daumen, dass aus der Nische bald mal eine vernünftige Bewegung wird. Ich danke dir. Schöne Woche. Tschüss. Danke.